Willkommen zu einer weiteren Folge von Angeschaut und Ausprobiert, und ihr wisst, womit die Folge jeweils beginnt, und zwar der Spielerauswahl. Und es ist Depression Quest. Oh ja, was für ein Spiel. Also es geht letztlich darum, das in so einer Art Michael Scholz Erzählstil, man verschiedene Optionen hat und letztlich es ein bisschen simulieren soll, wie schwer es letztlich jemandem fällt, der unter Depressionen leidet, wirklich einfach das zu tun, was ihm hilft oder ihn glücklich macht, sondern ja, nicht alle Optionen einfach so zur Verfügung stehen. Und ja, dann auf ins Spiel und mal schauen, wie sich das Spiel tatsächlich spielt, weil bisher kenne ich es natürlich auch nur theoretisch und habe es noch nicht selber ausprobiert. Okay, das Spiel braucht 103 MB Festplattenspeicher und braucht nur 80 MB zum Runterladen. Das ist also ziemlich schnell dann erledigt. Okay, also willkommen im Spiel und mal schauen, wie jetzt wirklich das Thema vermittelt wird. Und wie schon gesagt, geht es letztlich darum, dass hier so ein bisschen das Gefühl vermittelt werden soll, wie es ist, tatsächlich mit Depressionen zu leben und umzugehen. Auch wenn natürlich das Spiel, so wie ich schon einen Bericht darüber ein bisschen gelesen habe, dass die Schwierigkeit ist letztlich, dass das Spiel es einem natürlich nicht Betroffenen viel leichter macht, die passenden Entscheidungen in Anführungszeichen zu wählen, als es dann tatsächlich jemand ist, der unter Depressionen leidet. Aber nichtsdestotrotz ist es zumindest mal ein Versuch, überhaupt dieses Thema in einem Spiel zu thematisieren. Und ich werde jetzt die Hintergrundmusik mal ausschalten. Und ja, hier natürlich erstmal noch ein bisschen Warnung. Vor allen Dingen, dass jemand, der natürlich von Depressionen betroffen ist, vielleicht das lieber nicht spielen sollte. Oder vor allen Dingen, wenn er in Richtung Suizid gefährdet ist. Und also das Ziel des Games ist zweiseitig. Zuerst einmal eben die Position von Depressionen besser zu verstehen und ein bisschen Aufklärung zu betreiben. Und dass ja Depressive nicht alleine sind und ihnen vielleicht auch dort ein bisschen Hilfe zu geben, eben zu wissen, dass es eben mehr Menschen davon betroffen sind, auch wenn man natürlich selten über so etwas spricht. Und genau, erstmal die Depression ist für jede Person natürlich anders im Erleben und es ist schwer, das zu vergleichen, weswegen natürlich auch das Spiel die Schwierigkeit hat, wie es tatsächlich mit dem Thema umgehen soll. Und ja, ich starte einfach mal in das Spiel und schau mal, wie das Ganze dort tatsächlich dargestellt wird. Also es ist Montagmorgen und ich bin ein Mitzwanziger. Okay, es gibt noch jemand weiteren, der Alex heißt, den ich die letzten Monate getroffen habe. Und der Rest meines sozialen Umfeldes. Die Frage ist, was passiert, wenn ich hier... Ah, okay, die Beschreibung, wer Alex ist und dass ich ihn die letzten Monate getroffen habe, ja, ist zumindest zu einem Paar geworden mit Überraschung und Begeisterung. Alex ist 3 Monate jünger als ich und ist aktuell ein Student mit einem Teilzeitjob. Achso, Alex ist der Name einer Frau, also ich bin eher der Mann und ich befürchte, dass ich... zu langweilig für sie bin und deswegen immer wieder versuche herauszubekommen, ob sie wirklich glücklich ist. Reassure, genau, immer wieder bestätigen, dass sie wirklich ist. Und ja, viele Nächte verbringen wir damit, Netflix anzuschauen, wenn wir beide keine Arbeit haben, also beide von Freizeit haben und nicht arbeiten müssen. Okay, und sie versucht mich zu verstehen, wenn ich eben in meinem Zustand bin, aber es fühlt sich an, dass sie trotzdem nicht wirklich versteht, wie es mir geht.
Und die Befürchtungen da sind, dass das halt nicht so weit funktioniert. So der Rest von meinem Social Circle, wenige enge Freunde vom Highschool und einige von den Jobs, wo ich gearbeitet habe. Und mit wenigen Freunde der Freunde in Kontakt zu bleiben. Es ist auch schwierig für mich überhaupt das Ganze aufzubringen, die Energie aufzubringen. Und Dayjob, was ist mein Dayjob? Okay, nichts Spezielles. Minimum Einkommen. Okay, und die meisten lassen mich in Ruhe und jeder macht irgendwie seins. Ein bis zwei Personen, mit denen ich mich im Piano wieder unterhalte. Ziemlich schwierig für mich sozusagen überhaupt dort fokussiert und dabei jetzt am Ball zu bleiben, weil es überhaupt schwierig ist, so den Tag durchzulaufen und ja überhaupt aus dem Bett rauszukommen und letztlich einen Grund dafür zu finden, überhaupt dieses ganze Zeug zu tun, was so der Alltag halt auch so mit sich bringt. Manchmal denke ich darüber nach, wieder zur Schule zu gehen und ja, meine Situation zwar zu verbessern, aber letztlich nicht daran glaube, dass es mir wirklich weiterhilft. Ich würde gern mehr mit meinem Leben anstellen, so wie es auch wahrscheinlich die Eltern halt gerne wollten. Aber so richtig klappt es eben bisher nicht. Okay, die Eltern sind noch verheiratet und lieben einander. Achso, aber manchmal wundere ich mich darüber, dass sie einander lieben. Ich habe noch einen älteren Bruder, Malcolm, der quer durchs Land reist für hochbezahlte Jobs. Jede große Ferien sehe ich ihn und finde mich großartig und freue mich, ihn zu sehen. Und fühlt aber gleich auch sich beschämt. Meine Eltern kümmern sich sehr um mich und laden mich oft ein zum Essen. Und die Mutter meint immer, dass ich nicht oft genug vorbeikomme. Und auch da glaube ich, dass sie mich nicht vollständig verstehen. Und sie wollen einfach, dass ich erfolgreich bin und dass ich im Leben weiterkomme, weil ich doch so clever und talentiert bin. Ja, also letztlich Menschen, die zwar mich letztlich lieben, aber trotzdem nicht so wirklich verstehen, was mit mir los ist. Die Motivation ist halt immer ein Riesenproblem und es fühlt sich alles nach meinem Fehler an. Ich denke zwar öfter drüber nach, aber mehr als schlaflose Nächte bereitet mir das alles auch nicht. Okay, jetzt geht's zu die ersten Entscheidungen. Also ich war einige Stunden auf der Arbeit. Der Job war in den letzten Wochen etwas motivierender, als ich ihn sonst empfunden habe. Naja, vor einiger Zeit kam es zu einem Vorfall, als ich einige Freunde getroffen habe und die dann geraten haben, ich soll irgendwas unternehmen, damit ich irgendwie ja diese Negative für den Job letztlich vom 9-to-5 eben irgendwas, ein anderes Projekt, irgendein Hobby oder irgendwas. Auf jeden Fall habe ich angefangen, eben irgendein Projekt zu starten und bin selber überrascht, wie gut es sich am Anfang auf jeden Fall angefühlt hat mit der Begeisterung und später geht es dann schon wieder, wird es schon wieder anstrengend, überhaupt die Energie dort weiterhin aufzubringen. Ja, darüber mache ich mir halt dann eben da die Gedanken und das. Und in dem Moment, wo ich darüber nachdenke, welche Arbeit mich auch noch zu Hause erwartet, kommt eben die Panik wieder auf mich zu. Und ich sehe wieder, wie weit ich davon entfernt bin, von dem, was ich eigentlich machen möchte. Und als ich dann zu Hause ankomme, erdrückt mich sozusagen die Last der Arbeit, die mich da erwartet. Mein Computer starrt mich an und jeder Gedanke an Arbeit lässt nur mein Stresslevel noch weiter steigen. Ich fühle mich sehr zum Bett hingezogen, um mich einfach da drin zu verstecken. So, und jetzt sind hier die Optionen. Do you order some food, come a drink and hunker down for a night of work. Ja, also die Option ist sozusagen gesperrt. Dazu bin ich nicht fit genug, um wirklich einfach eine Nacht durchzuarbeiten. Dann ist die Möglichkeit, eben mich an den Tisch zu setzen und irgendwas für mich zu tun oder mich vor den Fernseher zu setzen und mir zu erzählen, dass ich bloß eine halbe Stunde brauche, um mich von der Arbeit zu erholen oder ich gehe eben ins Bett, weil ich sowieso nichts auf die Reihe kriege. So, dann hier die Beschreibung. Ich bin depressiv. Jeder Kontakt ist einfach anstrengend und laugt mich mehr und mehr aus und ich besuche aktuell keine Therapie und
Ich nehme aktuell keine Medikation oder keine Medikamente gegen die Depression. So, jetzt ist natürlich hier die Frage, gehe ich jetzt erstmal tiefer in die Depression rein, was aus meiner Sicht eben der Punkt 4 war, sich einfach in dieser Schwäche zu verkriechen oder das, was ich natürlich irgendwie machen könnte, mich eine halbe Stunde vor den Fernseher setzen und dann meinen, dass ich dann irgendwas machen kann. Und im Moment gehe ich jetzt erstmal ausprobieren, was passiert, wenn ich jetzt eben tiefer reingehe, wo das Spiel sozusagen dann hinführt. Ja, ich bin ins Bett gegangen und der Schlaf war nicht erholsam. Die Panikattacke ist umso stärker gekommen, dass ich halt überhaupt nichts geschafft habe. Des Weiteren hat eben von der Freundin einige Nachrichten, zwei Anrufe, die ich verpasst habe und dann eben ihre Rückmeldung von wegen, oh ja, und sie hofft, dass ich natürlich, nachdem ich nach Hause gekommen war, dass ich noch die Arbeit, die ich nicht gemacht habe, doch geschafft hätte und ob sie morgen mit mir sprechen, ob ich morgen mit ihr sprechen will und so weiter. Und ja, das, wie erwartet zumindest, bin ich jetzt noch depressiver und richte Hass gegen mich selber und bin mit mir ziemlich unzufrieden oder Schlimmeres und die Energie ist eigentlich noch weiter weg. Genau, keine Medikamente, keine Therapie. So, jetzt ist es Freitagnachmittag. Alex ruft mich an und will mich auf eine Geburtstagsparty mitnehmen. Den Mitbewohner kenne ich schon seit einiger Zeit und habe ihn auch schon ein paar Mal getroffen. Aber wir sind nicht sehr eng befreundet. Und ich muss am Morgen nicht arbeiten und sonst steht auch heute Abend nichts an. Ja, der Punkt ist, dass Alex mich eben gerne dabei haben möchte und auch so ein bisschen andeutet, im Anschluss die Nacht mit mir zu verbringen, aber dass ich mich letztlich nicht in der Lage fühle, ihr zu vermitteln, wie es mir tatsächlich geht und dass ich an sich keine große Lust habe, dahin zu gehen. So, der Punkt ist natürlich jetzt, weil ich so schon andeute, dass ich irgendwie nicht so wirklich kommen möchte, dass sie natürlich entsprechend enttäuscht ist und dass ich sie die Woche über noch nicht gesehen habe und sie mich natürlich unbedingt sehen möchte. Und ja, die erste Option ist jetzt wieder ausgestrichen. Das heißt, eine gute Zeit mit ihr zu haben, geht auf jeden Fall nicht. Das heißt, ich kann höchstens noch sagen, okay, ich komme. Mal gucken, ob es dann wirklich passiert oder wie auch immer. Oder ich kann direkt absagen, was mich aus meiner Sicht eben noch tiefer in die Depression stürzt, weil ja, aber das sozusagen erstmal den Weg gehen, okay, wie schlimm kann es denn werden? Ja, also nach der Absage ist sie natürlich entsprechend zurückhaltend und wahrscheinlich auch entsprechend enttäuscht. Und auch die Versuche, hier irgendwie sich dann zu entschuldigen und noch irgendwelche Liebesbekundungen sozusagen hinterherzuschicken, auf die nicht reagiert wird, stürzen mich dann eben einfach nur tiefer in die Depression. Und ja, damit weiter in Lethargie. So, mal gucken, wo es dann jetzt hingeht. So, jetzt ist Saturday, also wieder, gestern eben war ja noch Freitag, jetzt ist Samstag. Und ja, meine Mutter kommt mich besuchen. Ja, also die Mutter kommt überraschend vorbei, aufgeräumt ist es nicht, es ist dreckig und sonst was. Und ich fühle mich inspiziert und sie fragt, was denn mit mir in letzter Zeit los ist, dass ich nicht oft genug vorbeikomme und sie deshalb sich einfach selbst eingeladen hat, um vorbeizukommen. So, zuerst tue ich natürlich so, als wäre mir nicht klar, was sie damit meint. Letztlich geht es mir aber eher darum, dass ich ihr nicht erklären kann, dass obwohl nichts Besonderes vorgefallen ist, es keine Probleme gibt auf der Arbeit und so weiter und auch jetzt mit Alex kein echtes Problem vorliegt, ich mich einfach leer und erschöpft fühle und ohne konkreten Anlass einfach energielos bin und dass sie einfach nicht versteht, was eben diese Depressionen bedeuten und deswegen ja, ich das Problem habe, weil sie eher davon ausgeht, ja, man muss es einfach stärker versuchen und dranbleiben und mit positiver Einstellung und so weiter und dieses ganze Gerede mich einfach nur auslaugt, ohne dass ich mich wirklich verstanden fühle. So, jetzt sind natürlich schon zwei, die ersten beiden Optionen,
letztlich ausgegraut, also die mir nicht mehr verfügbar aufgrund der tiefen Depression, in der ich stecke. Und entweder ich ändere einfach nur das Thema oder ich belüge sie letztlich und sage einfach, es ist alles in Ordnung und danke, dass sie gefragt hat. Und versuche damit sozusagen das Thema zu umgehen. Und ja, dann probiere ich mal Position 3 an der Stelle. Okay, also nachdem ich ihr sage, dass alles okay sei, verzieht sie sozusagen erst die Augenbrauen und will noch irgendwas sagen, entscheidet sich dann aber dagegen und sagt, okay, solange es mir gut geht, gibt es da nichts weiter zu sagen. Sie wechselt zum Smalltalk und ich mache mir halt klar, dass es einfacher ist, den Leuten einfach zu sagen, dass alles in Ordnung sei, als wirklich diese versuchen, das, was los ist, irgendwie rüberzubringen. Und ja, ich bin mir selber gar nicht so sicher, ob es mir nicht letztlich tatsächlich in Ordnung ist und ja, ich eigentlich mich über gar nichts, ja, eben aus der Mücke einen Elefanten mache und so weiter. Und die Frage ist, wen ich versuche zu überzeugen, dass es mir tatsächlich nicht gut geht oder gut geht, ob ich dann die anderen oder mich selbst davon versuche zu überzeugen. Naja, auf jeden Fall, mein Status ist mehr oder weniger unverändert. Ich bin in tiefer Depression. So, jetzt ist schon Sonntag. So, also der Freund, der mich anruft, macht erst ein bisschen Smalltalk mit mir und ich erwarte eigentlich eher was Schlechtes, bis er dann plötzlich das Thema ändert und mich danach fragt, wie ich mich denn mit Katzen fühle und, oder was ich von Katzen halte. Und erzählt mir dann, dass seine gerade vor einiger Zeit, vor wenigen Wochen, Junge bekommen hat und der letzte von den Kleinen ist jetzt noch da und der möchte ihn halt gerne loswerden. Also zumindest ihm ein gutes Heim besorgen oder zumindest ein Heim besorgen und ihn nicht irgendwo ja, weggeben müssen, wo er dann keine Chance hat, irgendwie weiterzukommen. Oder halt so ein Tierheim oder ähnliches. Und ja, ich überlege halt und mache mir dann tatsächlich Gedanken, während er mir davon erzählt, wie toll und süß und super sie ist und sonst was. Und dass er sie gleich heute Abend noch vorbeibringen kann. Und ich überlege dann halt, was wohl passiert, wenn eine Katze auf mein Apartment trifft und was dann hier passiert, oh weh, oh weh. Und dass ich ja überhaupt nichts habe, um so eine Katze zu versorgen und auch da will er mir dann aushelfen und entsprechende Sachen mitbringen, um ja einfach in der Unterstützung, dass ich ihm halt damit aushelfe, die Katze zu übernehmen und dass er weiß, dass er dann ein Zuhause hat. Und ich versuche jetzt eben mir tatsächlich zu überlegen und habe auch hier noch die Option zumindest. So, ich nehme die Katze und mir geht's gut damit, ist nicht möglich. Ich kann auch nicht einfach ablehnen. Die Option steht mir interessanterweise auch nicht zur Verfügung. Also sozusagen einfache Entscheidungen, ja oder nein und gut oder ich möchte es nicht, sind sozusagen nicht verfügbar. Und zumindest kann ich aber trotzdem die Katze annehmen und okay, jemanden in meinem Apartment haben. Ich kann sie trotzdem noch ablehnen, weil ich sozusagen nicht in der Lage bin, für jemand anders noch Verantwortung zu übernehmen. Oder ich kann ablehnen mit der Begründung, dass ich keine Katzen mögen würde. Ja, an der Stelle will ich jetzt einfach mal ausprobieren. Ich möchte die Katze haben. Weiß nicht, ob das gut geht, aber mal schauen, was passiert, was er tatsächlich mit der Katze macht, weil normal sollen ja Haustiere tatsächlich ein bisschen dabei helfen, irgendwie, ja, irgendwie was, ja, einfach die Gesellschaft sozusagen zurückzugeben, insbesondere Mietekatzen. Also, ich habe die Opfer der Katze also angenommen. Mache ich mir erstmal wieder Gedanken, oh je, hoffentlich wird es die arme Katze nicht bereuen, dass ich etwas übernommen habe, was ich glaube, nicht handeln zu können. Fange an zu lesen, was denn für so eine Katze hilfreich sein könnte. Und ja, am Abend kommt dann der Arbeitskollege vorbei und bringt mir die kleine Katze mit dem ganzen Krimskrams dazu. Und
eine kleine schwarze und weiße Katze in dem Transportcontainer und ich lasse sie erstmal, nehme sie dann erstmal, setze sie ins Schlafzimmer mit dem Käfig, schließe die Schlafzimmertür und öffne dafür die Tür des Transportbehälters. Sie sitzt hinten auf der Rückseite und ich setze mich selber entsprechend weit davon weg, erinnere mich daran, was dort, was ich alles so gelesen habe und dass die Katze erstmal in Ruhe ihr neues Zuhause dann letztlich anschauen muss und gehe an meinen Computer und gucke öfter mal, ob sie denn schon mal rausgekommen ist oder nicht. Und sie sitzt in ihrem Transportkasten und macht zwischendurch immer wieder Geräusche, weswegen ich schon befürchte, dass sie mich nicht mag. Aber als ich dann schlafen gehe und kommt sie an meine Füße und schaut mich nervös an, bevor ich oder sie einschlafe, das weiß ich ja nicht ganz genau. Auf jeden Fall gewinne ich in den nächsten Tagen ihr Vertrauen und sie läuft dann hinter mir rum, schläft auf mir oder bei mir und springt mir auf den Schoß, wenn ich sitze, um irgendwelche Arbeit zu machen. Auf jeden Fall, ich bin immer noch in tiefer Depression. Oh, es ist schon wieder Freitagnachmittag, also die Woche ist schnell rumgegangen. Es ist eben Freitagabend, kurz vor Feierabend. Die anderen Arbeitskollegen sind dabei, sozusagen ihre Wochenendplanung zu machen. Und dann ruft mich Alex an und sagt, dass sie mit Freunden ausgehen will und sozusagen den Start ins Wochenende feiern und dass sie mich letztlich dabei haben möchte. Aber da ich mich selber davon absolut überfordert fühle, in so einer sozialen Gruppe in irgendeiner Form aktiv zu sein, sorge ich dafür, dass sie letztlich zu mir kommt und wir zu zweit eben bei Netflix irgendwelche alten Sachen anschauen, Pizza essen und ich mich dabei sehr, sehr schlecht fühle, weil ich sie letztlich zum einen davon abhalte, mehr Spaß zu haben, eben mit ihren Freunden unterwegs zu sein und gleichzeitig nicht viel in dieser Beziehung dann unterbringe. Und deswegen die Beziehung sehr einseitig empfinde und an der Stelle sozusagen als negative Ausprägung für meine Seite wahrnehme. Ja, und jetzt ist die Frage, was mache ich? Also die Situationen sind letztlich hier unverändert, also immer noch in tiefer Depression hier. Dass ich darüber Gewissheit hätte, dass Alex mich liebt und dass es ein Zweiwege ist und dass du genauso für sie da sein willst, ist schon mal unmöglich für mich als Option. Ihr zu sagen, wie wichtig sie für mich ist und den Abend zu genießen, kann ich auch nicht. Und Alex zu fragen, ob sie glücklich mit unserer Beziehung ist, kann ich auch nicht. Das heißt, alles, was ich kann, ist nichts sagen. Ich bin bereits zerknirscht, niedergeschlagen und dass sie überhaupt da ist und Zeit mit mir verbringt. Ich habe ja jetzt zwar nichts gesagt, aber letztlich sind die Gespräche schon öfter in diese Richtung verlaufen, dass ich mich für wertlos halte und überhaupt keinen Grund sehe, dass sie mit mir zusammen ist und sie dann eben darauf insistiert, dass sie mich nicht so sieht. Und wenn ich dann sage, na, das sagst du nur, weil du meine Freundin bist, ist sie halt entsprechend frustriert, weil natürlich das nirgendwo hinführt. Und letztlich, wenn sie dann umgekehrt fragt, warum ich mich überhaupt so fühle, dann werde ich auch nur nervös und manchmal denke ich dann auch einfach nur, sie weiß einfach nicht, wie furchtbar ich bin und deswegen eine so merkwürdige Sicht hat. Auf jeden Fall, diese unausgesprochenen Geschichten hängen dann einfach in der Luft und letztlich belasten sie einfach nur die Situation, ohne dass sich irgendetwas verändert. Schade, dass die Katze überhaupt keine Rolle spielt. Eigentlich müsste doch so eine Freundin total auf Katzen abfahren. Aber naja, mal gucken. Sunday Afternoon ist, glaube ich, schon Sonntag.
Und ich habe mich mit einer alten Schulfreundin getroffen und auf einen Kaffee. Und das Gespräch belastet mich letztlich schon allein. Ja, weil sie zwar interessiert an mir ist, aber ich irgendwie wieder das Gefühl habe, dass ich ihr nichts Sinnvolles erzählen kann und dass, ja, dass ich ja eigentlich nichts mache und bin beschämt darüber, über das Wenige, was ich ihr erzählen kann. Und insgesamt merkt sie aber, dass irgendwas nicht in Ordnung ist und merkt allein an dem, an der Form, wie ich es sage und so weiter, dass irgendwas nicht passt. Und ja, jetzt ist hier die verschiedenen Optionen. Also ja, das Café zu verlassen und einfach woanders hinzugehen, ist nicht möglich. So, das einfach am Wasser probieren und dass ich wahrscheinlich einfach nicht erzählen will, ist nicht. Einfach fragen, was sie genau meint, was falsch sei. Oder einfach wahrnehmen, dass meine Hände zittern. Da bin ich mal gespannt. Also ich nehme die letzte Option, um zu schauen, ob das zu irgendeiner Erkenntnis führt oder irgendwohin führt. Ja, sozusagen dieses nicht ablehnend halten, sondern einfach nur ja, wahrnehmen, was ist und letztlich dann ja, allein festzustellen, wie es mir tatsächlich geht und bringt mich selber ganz stark in die Position und fange halt an zu weinen an der Stelle. Ja, auf jeden Fall verlassen wir beide dann, also auf ihre, sie empfiehlt, dass wir eben das Café verlassen und zurück zu meinem Apartment gehen, wobei wir dann eben im Auto sitzen und uns über mehrere Stunden unterhalten. Und Amanda scheint es, scheint sehr gut zuzuhören und empfiehlt letztlich oder fragt erstmal, ob ich schon in Behandlung bin. Ihre Mutter kennt einen guten ja, Therapeuten und lässt sich auf jeden Fall nicht abschütteln und sagt, dass sie mir auf jeden Fall diese Kontaktdaten zuschicken wird. Damit ist sozusagen also zumindest ein Weg beschritten. In die Richtung zu sagen, okay, es hilft darüber zu sprechen und eine Therapie würde sicherlich auch helfen. Okay, also eben an dem sonnigen Montag ist mal wieder Gelegenheit, meinen Bruder Malcolm zu treffen. Allerdings habe ich vorher noch ein Treffen mit meinem Zahnarzt. So, und jetzt beginnen dann natürlich die nächsten Probleme. Aufgrund meiner Stresssituation und Probleme habe ich angefangen, meine ja, Zähne aufeinander zu knirschen. Und jetzt empfiehlt er mir natürlich irgendwelche Nachtschutzteile, damit die eben nicht aufeinander knirschen und nicht kaputt gehen und sonst was. Und dadurch dauert auch das Treffen, also dauert das beim Zahnarzt deutlich länger und ich bin schon eine halbe Stunde zu spät zu dem Treffen mit meinem Bruder. Dann bin ich so schrannig so schnell wie möglich nach unten, suche nach dem alten Civic, mit dem man normalerweise unterwegs ist. Dann hupt mich ein blauer Camaro an, der mich erstmal erschreckt und ich zurückspringe und sehe dann, dass Malcolm drin sitzt und der erzählt mir dann ganz toll von eben, dass eben aufgrund einer Beförderung im Job er jetzt dieses neue Auto hat und dass er noch mehr Geld verdient und seine Karriere sozusagen gerade abhebt und er beginnt ein Haus zu suchen mit seiner Frau. Und das alles, während ich sozusagen in einer Tüte diese Schienen halte für diesen nächtlichen Schutz, mich einfach nur total furchtbar fühle, weil er ist gerade mal 2 Jahre älter als ich und fühlt sich aber äonenweit weg an, in der Hinsicht, wie erfolgreich er ist. Er fragt mich dann, ja, wie eine Verabredung mit dem Zahnarzt war und ob ich einfach einen Haufen Löcher in den Zähnen habe. Und ich fange in dem Moment schon wieder an, mich darüber zu schämen, obwohl ich ja eigentlich nur mit den Zähnen knirsche. Die Option, jetzt einfach mit meinem Bruder darüber zu lachen, über diese Schienen, steht mir nicht zur Verfügung. Ich kann ihm auch nicht so darüber erzählen und warum ich sie brauche. Ich kann ihn höchstens noch belügen, dass es eine Cleaning-Routine war. Oder ich sage ihm zumindest etwas über das Zahnproblem mit dem Zähneknirschen, aber nicht
inwieweit es mit dem Stress zu tun hat und so weiter. Naja, auf jeden Fall, ja, ist interessant, welche Option man jetzt hier nehmen kann. Ich werde jetzt mal zur Lüge greifen und bin gespannt, ob mein Bruder, der mich ja sicherlich ziemlich gut kennt, ob er das durchschaut und letztlich dann zur Rede stellt. Er schluckt die Lüge zumindest, ohne jetzt was Konkretes an der Stelle zu insistieren, obwohl er eben auch im Moment schweigt und irgendwie zu spüren ist, dass er wahrscheinlich die Lüge durchschaut, aber er sagt zumindest nichts und schlägt dann vor, dass wir essen gehen und soweit ich verstehe, er zahlt. Und zum Teil fühle ich mich super, weil ich mich wieder wie ein Kind fühle, von seinem großen Bruder beschützt. Aber noch größer ist der Teil, der einfach nur gestresst darüber ist. Es ist wieder Sonntagmorgen und zumindest habe ich jetzt Rückmeldung von Amanda bekommen, eben mit der Nummer für den Therapeuten. Und sie erzählt auch, dass sie mich von ihrem Vater grüßen soll und dass sie ihrer Mutter nicht erzählt hat, für wem die Nummer ist. Und sie jetzt wahrscheinlich denkt, Amanda hat Schwierigkeiten, worüber sie halt herzlich lacht an der Stelle, aber gut. Auf jeden Fall erzählt sie mir auch noch, dass Geld kein großes Problem ist, sondern dass er da wohl recht freundliche Strukturen hat, um zu verhindern, dass ja, jemand, der eine Behandlung braucht, vielleicht die Behandlung allein aus Geldgründen nicht machen kann. Es ist noch früh genug, um heute ja, dort anzurufen und eine Verabredung für heute zu machen, also dort einen Termin zu machen. Und zumindest ist meine Katze da und sitzt auf meinem Schoß, während ich überlege, was ich halt machen kann. So, jetzt ist nur die Schwierigkeit, dadurch, dass ich ja schon in dieser tiefen Depression bin, wo ich, denke ich, am Anfang mit den ersten Entscheidungen schon ziemlich stark den Bogen gelegt habe, kann ich die Nummer nicht einfach anrufen. Dafür ist keine Energie da. Okay, also entweder den Therapeuten anzurufen und ja, vorauszuschauen und darauf zu setzen, dass es mir helfen wird, oder zumindest die Nummer trotzdem anzurufen und mit dem Gedanken, ja, dass sie auf jeden Fall an mich gedacht hat und ja, mir nach der Zeit jetzt doch noch die Nummer geschickt hat. Beide Optionen sind nicht da. Und so, ich kann jetzt entweder darüber schlafen und sehen, wie ich mich am nächsten Morgen fühle. Dass ich mich nicht wohl mit der Idee fühle, aber ich zumindest Amanda nicht enttäuschen möchte. Oder ich entscheide mich komplett dagegen und ignoriere sozusagen letztlich die E-Mail. Was ich aus meiner Sicht, also wenn ich hier sozusagen einen Weg gehen möchte, ich weiß nicht, wie weit das Spiel natürlich insgesamt geht. Weil an der Stelle würde ich sagen, okay, in diese Richtung führt der Weg so raus, zumindest notwendigerweise irgendwo in die Richtung mehr Unterstützung, mehr Hilfe zu bekommen, während das andere mit Sicherheit mehr in Schwierigkeiten führt und wer weiß, was dann überhaupt noch für Optionen möglich sind. Ich weiß ja nicht, wie weit das Spiel tatsächlich am Ende geht. Aber ich werde es an der Stelle jetzt mal bewenden lassen und ja, vielleicht habt ihr selber Interesse, dort mal einzusteigen und reinzuschauen, um zu gucken. Also vor allen Dingen, wenn euch die Positionen natürlich ziemlich fremd sind, zu sehen, es gibt Menschen, da ist es einfach, was für andere selbstverständlich ist und einfach eine sozusagen die einfachste Sache der Welt, jemanden anzurufen, mit Freunden Spaß zu haben, auszugehen und dabei Energie zu tanken, egal wie anstrengend das ist. Das ist für andere aufgrund der ja, inneren Gedankenwelt und Strukturen einfach unmöglich wird. Letztlich Energie aus ihrem eigenen Leben zu ziehen und sich selber als wertvoll zu begreifen und was auch immer. Also es gibt ja eine riesige Bandbreite, ich will das jetzt nicht zu sehr einschränken, wie und in welchem Umfang das mit Depressionen zu tun hat, deren Ursache, wie sie entstehen und vor allen Dingen, wie es sinnvoll ist, an der Stelle jeweils für den Einzelnen damit umzugehen. Und überhaupt Wege zu finden, damit umzugehen, weil das ist letztlich das Schwierigste, denke ich, einen für sich beschreitbaren Weg zu gehen, um sicherlich auch wieder in ein erfülltes und glückliches Leben zurückzukehren, weil ich denke, niemand wird wirklich in der Form mit Depressionen geboren, aber es ist keine,
Es ist nicht in dem Sinne selbst verschuldet, dass man da reinkommt, sondern es kann jeden in irgendeiner Form treffen, wenn bestimmte Umstände zusammenkommen oder bestimmte äußere Umstände letztlich ja, alle Mauern zusammenbrechen lassen, die einen vor einem solchen Zustand irgendwie aufhalten können. Aber soweit heute ein sehr nachdenkliches Spiel aus meiner Sicht. Und ich finde es auf jeden Fall schön, dass es Spiele gibt, die sozusagen mehr als nur Spiele sind, sondern letztlich eben auch andere Sichtweisen, andere Welten erfahren lassen wollen, um zumindest etwas mehr Verständnis zu geben für Dinge, die, denke ich, sehr schwer sind zu begreifen, wenn man sie nicht selbst erlebt hat. Also, bis zum nächsten Mal und tschüss.